Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem kurzen Markt-Update. Bevor es losgeht, wie immer, der Risikohinweis vorab. Der Handel mit CFDs, der ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Wir gehen rüber zu den Charts. Wir fangen mit dem S&P 500 an. Wir sehen, gestern gab es eine Umkehrkerze in Form eines bärischen Hammers. Das ist noch kein Grund für einen Richtungswechsel, aber wir sehen, dass sich die Stimmung eben wieder verschlechtert hat und das vor allem bei der gestrigen Sitzung. Starke Unterstützung gibt es hier unten und erst ein Bruch nach unten würde eine neue Verkaufswelle auslösen. Wir gehen rüber zum deutschen Leitindex. Hier sieht die Situation deutlich besser aus. In der Vorwoche wurde nämlich ein mittelfristiger Widerstandsbereich nachhaltig durchbrochen und das könnte neues Aufwärtspotenzial ausgelöst haben. Beim Euro-Dollar sehen wir, dass in der Vorwoche ein Hanging Man ausgebildet wurde, eine Kerze, die rein theoretisch am Ende einer Aufwärtsbewegung eine Umkehr ankündigen könnte. Bisher gibt es dafür aber keine weiteren Bestätigungssignale. Ganz im Gegenteil, das Paar steigt und testet das Dezemberhoch und notiert deutlich oberhalb der 107er Marke. Wir gehen rüber zu Gold. Das Juni-Hoch wird getestet. Wir sehen hier, dass es eine gewisse Schwäche gibt im kurzfristigen Bild. Hier wird sich entscheiden, ob es eine Korrektur gibt, ausgelöst durch einen Abpraller oder einen Fehlausbruch oder ob vielleicht kurzfristig mehr Aufwärtspotenzial freigesetzt werden kann. Wir gehen rüber zur WTI. Der Ölmarkt hatte ja in der vergangenen Woche einen sehr herben Rückschlag hinnehmen müssen, einen sehr starken Ausverkauf. Und wir wissen, der Abwärtstrend ist noch intakt. Es werden immer wieder tiefere Tiefs erreicht und eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als eine Trendumkehr. Und deswegen wird es sehr spannend sein, ob der Ausverkauf fortgesetzt wird. In dieser Woche wurde der zwar gestoppt, aber wir sehen eben auch, dass die kurzfristigen Gewinne schon wieder genutzt werden, um Druck zu machen. Eine ausführlichere Analyse gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.